Oh nein, er ist echt gefreckt. Ist jetzt ein größeres Loch geworden. Scheiße. Servus Freunde und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Es geht weiter mit den Community-Kopfbau-Videos. Wir starten wieder durch. Es sind einige am Start, die wir uns noch zusammen angucken wollen. Und ich würde sagen, wir starten noch einfach direkt mit dem ersten. Das erste ist von Krapok. Neue Pfeife, neues Video. Ich hoffe, es gefällt dir. Kopfbau Reloaded. 7 Minuten 20 geht das Ganze. Wir sind sehr gespannt. Oblaco M. Ein massiver Blaulicht am Start. Auch sehr, sehr nice. Ja, wie immer, Dose schön durchrühren. Es wird erstmal mit einer schönen Gabel gerührt, vielleicht auch gebaut. Aber es liegt noch ein kleiner Stecher nebendran zum Feinjustieren. Zewa als Unterlage, damit man den Tisch nicht einsaut und man danach nicht die Ehrenschelle von Mutti kassieren muss. Wir sehen, locker fluffig wird der Tabak ins Köpfchen gelegt. Bin gespannt, wahrscheinlich wird es auch keine Mische mehr werden. So von der Tabakmenge würde ich bis jetzt sagen, wenn man das noch ein bisschen verteilt, könnte das ein Noppenkontakt werden? Schätzungsweise bis jetzt. Mal gucken, was noch passiert. Ne? Ah, doch eine Mische, okay. Ein bisschen 4B von einem Massiver kommt noch rein. Nice. Auch die Dose wird natürlich nochmal umgerührt. Genau wie sich das gehört. Ne? So, Köpfchen wieder ranholen und die restlichen 35% noch mit dem einem Massiver 4B auffüllen. Ne? Ganz locker, fluffig reingelegt das Ganze. Ah, perfekter Kopfbau bis jetzt. Also optimal. Habe ich absolut nichts zu meckern bis jetzt. So. Und jetzt wahrscheinlich den Stecher nehmen und dann verteilen. Ja? Nichts verschwenden. Ne? Die Tabakgabel schön leer räumen. Genau, also Blaulicht ist überwiegend Blaubeere. Und der 4B ist Zitrone, Limette. So, also Stecher wird zur Hand genommen. Wir gucken das. Oh, da ist fast der Kopf oben aus der Cam. Ja, ganz locker, fluffig auch noch ein bisschen verteilen. Gar nicht viel andrücken. In der Mitte ein bisschen das Funnelloch freigemacht. Da hat er auch noch die Einblendung am Start. Ja, wir sehen leider die Hälfte vom Kopf nicht. Aber das könnte ein sehr sportliches Noppenkontakt, wenn nicht sogar ein Vollkontakt werden, wenn ich das jetzt so aus dem Winkel sehe. Ja, aber auf jeden Fall noch ganz angenehm verteilt das Ganze. Ja, doch, das. Ja, es ist ein bisschen. Es ist ein kleines bisschen ungleichmäßig, würde ich sagen. Ja, also wir sehen, dass hier relativ viel Tabak ist, aber hier ist es ganz eindeutig unter dem Rand. Also da würde ich sagen, noch ein kleines bisschen krasser verteilen das Ganze und dann passt es. Ja, aber sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Ich hätte es vielleicht minimal anders verteilt oder so, aber ansonsten wunderbar. Bei mir gerade einmal gedreht in der Hoffnung, dass dann noch ein bisschen mehr Hitze an den Kopf kommt. Ah, okay, jetzt sehen wir es doch bei der. Ja, okay, das ist sehr solides Noppenkontakt, würde ich sagen. Ja, also wir sehen immer noch, hier ist ein bisschen viel Tabak und hier sehen wir, dass doch einiges unterm Rand ist. Also ich würde sagen, nur ein kleines bisschen gleichmäßiger. Aber Leute, mit dem richtigen Hitzemanagement sollte das ein absolut wunderbarer Kopf werden. Ja, also keine Frage, das ist Meckern auf hohem Niveau hier. Der sollte so sehr, sehr gut performen. Hier ist ein kleines bisschen viel. Hier ist ein kleines bisschen zu wenig. Also entweder da noch ein paar Gramm hin oder hier noch ein paar Gramm weg. Und dann sollte das wunderbar sein. So, Kohle drauf und anrauchen das Gerät. Einser Lotus oben drauf. Der Einser Lotus auch wunderbar. Kann man halt eigentlich nicht mehr kaufen. Zumindest keine Originalen. Wenn man 26er Kohle hat, muss man hoffen, dass direkt zwei reinpassen. 25er geht immer direkt safe. 27er, keine Chance. Keine Chance. So, und rauchen. Das Spannendste am Köpfchen, würde ich sagen. Sind wir mal gespannt. Schöne Smoke Labs. Sehr schöne Smoke Labs mit der Ego Bowl. Sehr, sehr nice Setup. Also die Smoke Labs, Top Pfeife, Oblaco und Lotus oben drauf. Top. Sehr, sehr geiles Setup. Auch schön clean mit dem Tisch. So, ich bin gleich gespannt, ob wir die Rauchentwicklung da so gut sehen. Ja. Sieht man jetzt halt nicht so krass, ne? Ja, also ich schätze mal, das ist nice. Ich schätze mal, das ist nice von dem, was wir so sehen. Aber so richtig krass beurteilen kann man das, wenn man es so sieht, natürlich nicht. Aber auf jeden Fall sehr, sehr gut für den ersten Eindruck. Sah nice aus. Also Quapan, Kustiger. Sehr, sehr nices Video, guter Kopfbau, schönes Setup, läuft bei dir. So, als nächstes haben wir YZ Beats, Nachtragkopfbau, The Hookah Funnel. Oh, da bin ich gespannt. The Hookah Funnel hatten wir, glaube ich, noch keinen. 2 Minuten geht das Ganze. Ganz stilistisch hier zensiert. Ja, im Schlafwohnzimmer, glaube ich. Moin, oder? Marvin, herzlich willkommen. Geil. Zum Kopfbau-Tutorial.
Wir rauchen heute in der Züge. Bisschen leise. Silver Surfer in der Vierschlauch Edition. Kann ich leider auch nicht lauter machen, Leute. Also, ja, so ist das leider. Habe ich gerade den Chat zugemacht? Bin ich lost, Alter? Einfach den Chat zugeklappt auf YouTube. Lost. Oblako blutet übel, ja, Daniel. Kann passieren. Von der Hooker. Wir rauchen heute von Alma Siva Ghetto Cola. Jetzt beginnen wir mit dem Kopfbau. Mit der Zange gebaut, finde ich immer ein bisschen Krise, weil man muss den Tabak halt erstmal zusammenquetschen beim in den Kopf legen und dann kannst du nicht mehr so ultra fluffig bauen. Kann manchmal Krise sein. Ist halt, ja, Geschmackssache, sag ich mal, ne? Sind die schon 18? Ja, hat man doch ganz klar im Gesicht gesehen eben. Also, safe. Also ich merke es mittlerweile gar nicht mehr, mit der Zange zu bauen. Ich hätte da tatsächlich, wenn sie nur eine Zange haben, hätte ich irgendwie ein Zever oder so ins Funnelloch geknüllt und hätte dann locker fluffig aus der Dose den Tabak rüber geschnickt, anstatt da so Faxen zu machen. Das finde ich persönlich sehr, sehr nervig. So, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie tief oder flach da die Smokebox drauf liegt, aber das sieht schon aus, als muss da einiges an Tabak rein. Also sehr, sehr viel Tabak, was sie da reinschaufeln. So, jetzt ist der Kopf fertig. Okay. Also fast fertig. Wir drücken den hier noch etwas an. Da springt der andere dazwischen. Wir drücken den hier noch an. Wir sind noch nicht fertig. Ich bin jetzt gespannt. Ich bin gespannt, wie die Smokebox jetzt drauf liegt und ob das Vollkontakt ist. Das sieht mir nach Vollkontakt aus. Wenn die nicht so komplett oben drauf liegt, auf dem Rand, was ich nicht glaube, die wird so ganz leicht innen auf dieser Mini-Lippe da liegen, dann sollte das schon sehr gut Kontakt jetzt sein. Aha. Rauchentwicklung sieht aber nice aus. Ich feiere das Zensieren so hart. Ich feiere es so heftig mit diesem Clownsgesicht und dem Mond. Ja, nice auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für das Video. Sieht gut aus von der Rauchentwicklung. Und dann haben wir als nächstes den Sven. Hier oben haben wir es. Ah, okay, da sehen wir mal einen anderen Kopf. Den Black Mamba von Holster werden wir jetzt gebaut bekommen. Fangen wir an mit meinem Kopfbau. Ich habe mir den Holster heute bestellt, auf die Empfehlung von Marv. Wir rauchen den Eiskaktus, nice. Das ist mein persönlicher Favorit. Ich nehme dazu dieses Ding, das ist für den Schlauchadapter. Ne, da muss man sich nur zu helfen wissen, irgendwas, was da reinpasst. Ein zerknülltes Zewa oder ein Schlauchanschluss, scheißegal. Hauptsache, kannst da irgendwas reinhängen, sodass du deinen Kopf leichter bauen kannst. Aber was du da reinhängst, komplett dir überlassen. Schöner Kopf. Ja, ich finde den auch nice. Ich finde den echt gut. Das sitzt ein bisschen niedrig hier. Ich hätte das Funnelloch ein bisschen anders gestaltet. Aber abgesehen davon, echt ein guter Kopf. Also wer mit HMD rauchen möchte, Black Mamba ist auf jeden Fall auch eine nice Alternative. Ist ja unprofessionell, aber es hilft. Funktioniert. Das ist das Wichtige. Also, ich muss direkt sagen, dass ich das Ding mit Alufolie werde rauchen, weil mir der Kalaut zu schade ist. Was? Dass da alles anbrennt. Also, das ist natürlich Krise, weil der Black Mamba ist ein Kopf, der extra für HMD gemacht ist. Ne? Also, ja, schwierig. Schwierig. Ich würde den auf jeden Fall mit HMD rauchen. Also ganz, ganz safe. So, jetzt haben wir das ungefähr gleich nicht verteilt. Nehmen wir das raus und dann mit dem Finger bis zum Rand. Dass es aber trotzdem noch gut Hitze abbekommt. Habe ich hier diese vorgelochte Alufolie. Boah. Das ist blöd, weil in dem... Digga. Hier steht die Box vom Lotus 1 Plus. Dem wahrscheinlich der besten Smokebox, dem besten HMD, das es gibt. Und dann kommt da diese dünne, einlagige Alufolie. Und auch noch Komplettlochung übers Funnelloch. Ui, 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 ui. Damit diese Löcher sind, aber. Ja. Kann man nicht ändern. Doch, kann man ändern, wenn man einfach sein HMD nimmt. Also, oh, das tut richtig weh, dann Alufolie mit Komplettlochung auf einem Funnel. Und fertig ist der Kopf. Die Kohlen wären natürlich hier. Ist dann auch noch Shisha-Turbine, er hat alles am Start. Lotus, Black Mamba, Shisha-Turbine, alles da. Und also ja, da hättest du auch einen Kamin draufpassen können, draufpacken können. Shisha-Turbine angemacht. Auch Empfehlung von Marv. Danke dafür. Wir rauchen mit einer Wooka, zweite Generation. Auch noch, nein, okay, ciao. Okay, das muss Troll sein.
Bitte. Das muss doch ein Joke sein. Alufolie und dann ein Lotus drauf ist ungefähr nochmal eine Milliardenmal schlimmer als Alu und Kamin. Alu und... Alter. Die Noppen machen ja dann mal mega Sinn bei ihm, ja. Natürlich mit dem Klaut 1 plus Nieres. Auf und der Alufolie, man kennt's. Warm geworden ist. Also das kann... Also nee. Nee. Rauch sieht tatsächlich noch ganz okay aus, dafür, dass da Alufolie und HMD benutzt wird. Also wirklich, ich hoffe, das ist ein Troll, weil Alu zwischen HMD zu machen, dann nimmst du dir ja alle Vorteile von einem HMD. So, Noppenkontakt-Setup, what the fuck, aber erstmal Alu zwischendrin oder was? So, abschließend zu der Community-Kopfballrunde kommen wir zu Gary. Der Gary hat ein richtig schönes Troll-Video gemacht, glaube ich zumindest. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine herausgehört zu haben, dass es auch ein hartes Troll-Video sein soll. Wir sind aber trotzdem gespannt. Soll wild werden, habe ich gehört. Herzlich willkommen zu meinem neuen Kopfbau-Video. Ich habe ja schon mal eins geschickt. Ich war aber ein bisschen unzufrieden und der Marvin hatte so ein ganz kleine Bedenken. Deshalb dachte ich mir, probierst du es heute nochmal. Machen wir so ein kleines Unboxing. Ich habe einen Kopf in der Shisha-Messen-Box gehabt und da die Shisha-Messe ja für Innovation steht, dachte ich mir, probierst du halt mal aus. Ich habe ein Video noch nicht gesehen und dann wird das mal was Neues, ne? Ja, jetzt, fangen wir mal aus. Jetzt bin ich mal gespannt, was da drin ist. Live-Unboxing hier mit dem Gary. Was ist der Kopf? Oh, shit. Schön in schwarz. Ja, das sieht aus wie China Head 2.0, würde ich sagen. Was mir jetzt auffällt, ich weiß nicht, ob es... Sehr schöne Lochung, der Kopf. Sehr schöne Lochung. Da ist irgendwie ein Loch zu. Ich weiß nicht, ob das so gehört. Ja, wirklich? Ist eins einfach zu, oder was? Man sieht's nicht. Sieht aus, als wären 4 von 5 zu. Ob's ihr seht? War da jemand nervös, Gary? Oh, das ist so putzig. Da ist irgendwie ein Loch zu. Haben wir es eben gesehen, als es umgedreht hat? Dreh nochmal um. Da ist irgendwie ein Loch zu. Das sehen wir nicht. Ich weiß nicht, ob das so gehört. Ja, aber da werde ich eine Lösung finden. Einfach durch. Oh nein, ich wollte es gerade sagen, einfach durchbohren. Er ist mit dem Bohrer am Start. What the fuck? Digga, er bohrt jetzt einfach ein Loch in diesen Kopf. Okay. Wer glaubt, der Kopf freckt komplett? Oh, Digga, nein. Oh nein, er ist echt gefreckt. Ist jetzt ein größeres Loch geworden. Scheiße, ich hab's gecallt, es war so klar. Ja, jetzt hat er Durchzug, ne? Jetzt hat er Durchzug. Mach ich ein Sieb drauf. Dann mach ich ein Sieb drauf. So, da bin ich wieder. Schon hab gar kein Bock mehr. Sauber gemacht. Heute ja. Mal ein Tabak. Sieb passt aber gut und Durchzug ist jetzt auch am Start, oder? Und mixt du? Den Green Apple einmal wieder umrühren, rein damit. Wo beim Thema bleiben. Sehr schöner Kopfbau bis jetzt. Schöne Kopfauswahl, Durchzug sollte am Start sein, Tabak klingt ordentlich feucht. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Ich habe noch nie aus so einem Kopf geraucht. Ich hoffe. Besser ist es, Gary. Besser ist es. Dass das jetzt auch gut wird. Wenn nicht, dann entschuldige ich mich dafür. Ich hoffe, dass es jetzt besser wird. Wenn nicht, dann nicht. So. Marvin raucht ja gerne mit Vollkontakt. Da kann sich Marvin aber noch eine ordentliche Scheibe von abschneiden. Digga, das ist halt Gary, ne? Ich glaube, der baut Köpfe seit 1805 oder sowas. Hat er sich auch eintätowieren lassen. Unter dem Anker auf der rechten Schulter.
Ja, okay. Oh, das könnte. Eieieiei. Sieht doch, glaube ich, gut aus. Glaube ich auch, Gary. Glaube ich auch. Ja. Oh, Junge. Und drauf kommt. Der gute Nieres. Ich im letzten Mal schon ein Video benutzt habe. Ich hoffe, ich spreche es heute richtig aus. Der Kalutes. Kalutes. Nieres. Kalutes. Gary. 5 Minuten auf die stille Treppe. Der passt da richtig gut drauf. Löcher sind auch gut vorhanden. Ich hoffe jetzt mit dem Overpack, dass das auch funktioniert. Safe. Gut, dann baue ich ja mal meine... Hast ja ein großes Loch reingebohrt, das sollte schon passen. Eine Shisha auf. Oh, was callt ihr für eine Shisha? Was callt ihr für eine Shisha, Leute? So. Noch sind wir... okay, die Bottle Shisha oder was? Och, da hat er sich aber fei oge du. Der hat er sich richtig fei oge du. Fürs Video erstmal ins Frack. Also, hör mal, im Sakko hier. Mit Krawetsche. Ach, und das Naturhaar am Start. Gary, ich weiß, also als ich dich getroffen habe, wir haben uns ja schon persönlich gesehen, da hattest du ja deine Perücke auf. Aber dein Naturhaar, mashallah. Jetzt ist noch so das Haar aus. Guck mal, nochmal so das Haar rausgewischt. So, hier ist der gebaute Kopf. Und da ihr... Also, was ich eben meinte, ist das hier der Schlauch und das Mundstück, das hier, das ist nix. Brauchen wir gerne aus der oder der Shisha. So, und dann kann ich nur empfehlen, die kann man auf jede Flasche packen. Um Gottes Willen. Vorher noch ein bisschen Wasser rein. Um Gottes Willen, ey. Ja, macht nichts, wenn er so ein Liter neben dran geht. Guck mal, ruhige Hände. Ja, passt vom Wasserstand. Sollte passen. Kein Problem. Es sind ungefähr 8 cm im Wasser. Ist richtig so. 18 Finger breit, sagt man immer, genau. So ist dann mal mit dem Wasser. So. Ne, ein Daumen, hat er gesagt. Ah, er macht noch was raus. Okay, er macht noch was raus. In seinem letzten Video. Könnt ihr euch gerne mal angucken. Kopf fast umgeworfen, aber ist ja scheißegal. Sieht das schön aus. Wunderschön, ja. Ich dachte auch gerade so, hättest du mir jetzt gesagt, es ist ein Vuka Nox, hätte ich geglaubt. Wäre ich mitgegangen. Vergoldet, sieht man, 24 Karat, echt Gold, eindeutig. Ja. Dieser Schlauch, ja. Der Schlauch macht mich fertig ohne Ende. Das wird doch, oh, der Durchzug wird so rotze Scheiße sein. Aber die Flasche finde ich nice. Ja, die Flasche ist auch nice. Aber der Rest ist eher so... Meh. Zange. Nee. Will er hier schon mitzählen mit der Kohle? So. Okay, doch nur 2,5. Das wäre jetzt natürlich auch geil gewesen, so 5 Selbstzünder in den Kalaut reinpacken, ne? Das wäre wild gewesen. Ja. Ja. Dann rauch ich mal an. Rauch mal an. Also gut, ich weiß jetzt nicht, ob es wegen Zeitraffer ist, aber es klingt gar nicht so absolut beschissen vom Durchzug, wie ich jetzt erst dachte. 8-mal gezogen, 9-mal gehustet. Guter Schnitt. So, jetzt wird es ein bisschen heiß, deshalb packe ich eine Kohle runter. Klingt nicht schlecht vom Durchzug, oder Gary? Wie war der Durchzug? Also es klingt echt nicht verrückt. Also schlecht, ne? Wunderbare Rauchentwicklung. Ja, ich hoffe... Mein Kopfbau-Video hat euch gefallen. Beste bis jetzt. Beste. Mache ich morgen nach. Schick mir Link von der Pfeife, kaufe ich sofort. Sieht brutal aus. Grüße gehen auf jeden Fall raus an den Discord von der Shisha WG. Ehre. Ehre. Ehre an die Jungs, die zusammen im Discord sind. Und es gibt einen Doppeldaumen. Hat er nicht gemacht. Kannst du keinem erzählen. Das hat er nicht wirklich gemacht. Tschüss. Das war eine ganz, ganz wilde Achterbahnfahrt. Das war ganz, ganz wild. Was kommt denn da jetzt noch? Die Haare, Gary. Diese Perücke. Es ist zu schön, um wahr zu sein. Wieder alles passen.
Er ist ein guter Kopf, Gary, ja? Er war gut. Der hat geschmeckt. Drückt, kratzt, lässt sich nicht entspannt rauchen. So muss das. Ganz, 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 ganz wildes Ding. So, Leute, das war der nächste Part. Community Kopfbau-Videos. Es hat sehr, sehr gut angefangen. Dann wurde es nicht so gut. Und dann, Grüße gehen raus an Gary, wurde es sehr, sehr weird. Aber ich bin immer noch leicht heiß auf die Haare, deswegen fahre ich jetzt zum Gary. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo da lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Gary, bis gleich.